Jetzt gibt es Praxistipps zum Thema mehr Geld. Gibt es irgendjemand im Raum, der sagt, so ein bisschen mehr auf dem Konto wäre nicht ganz schlecht? Wenn du dich nicht committest, dann wirst du es auch nicht machen. Jemand, der mehr Geld möchte? Na, okay. Bist schon reich, finde ich gut. Mehr Geld verdienen. Mehr Geld verdienen? Ja. Ja, klar. Weil Geld ist ja auch zum Teil Freiheit. Wenn du etwas nicht machen möchtest, dann machst du es halt nicht. Wie bekommst du mehr Geld? Punkt Nummer 1, konkrete Tipps in der Verhandlung oder mit deinen Kunden, egal ob festangestellt oder selbstständig, genau aufpassen. Punkt Nummer 1, meide das Wort Geld. Die Wahrscheinlichkeit ist so viel größer, wenn du mit deinem Kunden verhandelst und sagst, könnten Sie mir bitte oder ich brauche unbedingt von Ihnen 5%, klingt immer besser, als wenn du sagst, ich brauche unbedingt 300 Euro im Monat mehr. Jedes Mal, wenn der konkrete Geldbetrag genannt wird, fighten die Menschen deutlich mehr darum und haben das Gefühl, was wegbekommen zu bekommen, als jemand sagt, ich hätte gerne 8% mehr Gehalt beispielsweise. Einfach nur, weil Prozente nicht ganz so die Verteidigungsmechanismen aktivieren eines Menschen, als wenn es in Prozent gesprochen wird. Nächster Punkt, große Zahlen, kleine Zahlen. Ich habe mein Praktikum in meinem Studium in Frankfurt gemacht und da habe ich einen Vertriebschef gehabt. Der Laden war selber auch vertrieblich orientiert. Die haben Personalrecruiting gemacht und bis heute weiß ich noch, wie der Christian, mein Chef, damals die ganze Zeit gesagt hat, Maxim, große Zahlen, kleine Zahlen. Und was er damit meinte ist, die haben Personal vermittelt und haben freiberufliche Experten, zum Beispiel einen ITler, der gut programmieren kann, aber keinen Job hat, den haben sie genommen und mit einem Kunden, zum Beispiel Siemens, wenn Siemens jemand sucht, haben sie verbunden. Pro Stunde haben sie im Schnitt 20% Marge verdient. Also eigentlich Business geschaffen, freiberufliche Leute mit Company, weil sie zu beiden Zugang hatten, haben sie verbunden und damit Geld verdient. Und spannend war, was der Christian immer gemacht hat, war der Top-Verkäufer, war nicht unbedingt der intelligenteste Mensch von allen, wirklich nicht, aber er wusste genau, wie die menschliche Psyche ist. Lieblingsspruch, Fuß immer auf dem Gaspedal. Und Christian sagte immer, Maxim, große Zahlen, kleine Zahlen. Und was er damit meinte ist, wenn er mit Kunden verhandelt hat, wenn er zum Beispiel Siemens diesen IT-Spezialisten verkauft hat, dann sagte der Kunde, können Sie mal ein bisschen entgegenkommen, ich kann diesen Stundenlohn dem Experten nicht bezahlen. Dann sagte der Christian, kein Problem, kriegen Sie 50 Cent. Sagt der Kunde, sagen Sie, geht's noch? 50 Cent pro Stunde ist ja nichts. Da sagt er, ja, Moment mal, ich habe Ihnen gerade 900 Euro geschenkt. 50 Cent pro Stunde mal 8 Stunden pro Tag, also als Beispiel jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, mal einen Monat ergibt 900 Euro. Das heißt, wenn du mehr Geld haben möchtest, dann gehst du auf Stundenbasis auf die kleinste Einheit und sagst, ich hätte gerne einfach mal, keine Ahnung, Chef, 40 Cent mehr. Wenn du tendenziell Geld verteidigen möchtest, wenn du nicht so viel zahlen möchtest, dann gehst du auf die große Basis, beispielsweise Jahresbasis, und sagst, das macht dann insgesamt, keine Ahnung, 1400 Euro, die ich Ihnen soeben entgegengekommen bin. Oder ich bin Ihnen gerade 700 Euro entgegengekommen, als Beispiel, dem Kunden. Verständlich?